I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Howdy, folks! Welcome to the Pleasure Gaming Channel from Don Rico Fierfierzk. Fuck you, man. Alles klar? Ja. Wir. Boah. What a fighter. Scheiße. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus quod licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Na, wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft der Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Scheiße. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also, ja. Es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen.
Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte. Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht. Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Dumm geraufen, hä? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und er wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Auf See. Ab zu See. Hey Nathan! Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben. Wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen. Prost. Wie weit wir es gebracht haben. Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Ich dachte, es wäre
Größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Oh, na ja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt's? Immerhin ist da eine Insel. Such nach irgendwas Menschengemachtem. Hm, meinst von Piraten gemacht? Klar. Mal gucken, ob es da irgendwo ist. Naja, vielleicht ist Libertalia ja eher so. Was wolltest du sagen? Oh, klar. Naja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas wie eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Ja. Hey, was, wenn er wirklich pleite war? Dann sollten wir uns beide lieber ein Versteck suchen. Von der irren Schatzsuche durch die ganze Welt mal abgesehen, hatte Avery die richtige Idee. Und zwar? Er lebte nach seinen eigenen Regeln, reiste die Welt, machte sein Glück auf seine Art. Sehen wir uns das mal an. Hört sich gut an. Ja, schauen wir mal. Eine Hülle. Vorräte von der früheren Expedition. Was hast du da? Burns. Januar 1808. Vor einem Jahr stand ich in einer verwahrlosten Gefängniszelle in Panama und umklammerte ein geheimnisvolles Holzkreuz. Heute stehe ich an den Ufern des verlassenen Archipels inmitten des Indischen Ozeans. Einen Schritt näher an der Erfüllung des Schicksals, das Großvater Burns ungerechterweise verwehrt blieb. Captain Derby und seine Mannschaft hatten begonnen, an mir zu zweifeln. Der Verlust unseres Quartiermeisters an die tödlichen Fallen in Schottland verbreitete keine Zuversicht. Ebenso wenig wie die Wochen, die wir durch die Berge von Kings Bay gestreift sind. Aber dank Dovers zuverlässiger Navigation haben wir diesen geheimnisvollen Ort gefunden. Und die Stimmung hat sich merklich gebessert. Obwohl zwei Männer an Typhus erkrankt sind und isoliert wurden, haben die anderen ein Lager aufgeschlagen und treffen Vorbereitungen für die Erkundung der Insel. In diesem Moment, zum Luftholen, drehen sich meine Gedanken um Claire. Beim Anblick der Schönheit dieser vergessenen Insel überkommt mich ein Gefühl des Bedauerns, dass sie nicht hier ist, um diese Aussicht mit mir zu teilen. Dass ich sie dazu überredet habe, zurückzubleiben. Aber bald werden wir wieder vereint sein, und ich bin sicher, dass sie diese Reise lieber durch Erzählungen erlebt, als dabei gewesen zu sein. Heute Abend ruhen wir uns aus. Wenn das Glück und das Schicksal es gut mit uns meint, werden wir in spätestens einem Monat mit Avery's Schatz
ruhmreich nach Hause segeln. Heilige Scheiße, Sam, das hat Burns Enkel geschrieben. Ja, klingt logisch. Das Kreuz in Panama war hohl. Er muss den gleichen Hinweisen gefolgt sein. Ja, und nun? Sam, wie gehen wir? Gut, warte auf mich! Da oben. Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Entschuldigung! Finden wir einen Weg zum Turm. Ja. Schaut mal die Aussicht da. Oh, da ist es noch dunkel. Wie ein alter Aussichtsturm. Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Mal auf.
Sepp, hier lang. Das sieht doch gut aus. Ha. Irgendein Symbol. Ja, das ist eine Figur. Hm. Ein Kompasspfeil? Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hinzeigt, hm? Ja. Ah, wir haben das Boot auf der anderen Seite gelassen. Okay, du schaust nach dem Pfeilsymbol, ich hol das Boot und sammle dich ein. Okay. Warum seilst du dich nicht mit dem Seil ab? Ja, mach ja. Schauen wir, wo die Pfeile uns hinführen. Mist! Hey, schau. Da drüben ist noch ein Pfeil. Ich sehe mich um. Willst du mit? Klar will ich mit. Hey, da oben. Eine Art Flaschenzug oder so. Aber kein Weg nach oben. Mm-hmm.
sehe keinen Weg da hoch. Also weiter. Ja. Los. Sieh mal an, jetzt muss ich mit dir mithalten. Noch einen Pfeil. Zum Glück hat niemand diesen Ort gefunden. Das wäre die reinste Touristenattraktion. Was ist mit dem großen Pfeiler in der Mitte der Höhle? Da kann man klettern. Diesen Ort gefunden. Das wäre die reinste Touristenattraktion. Mal los. Jetzt schon so. Das ist ziemlich cool. Was?
Okay, wir sind wieder im Geschäft. Warte, ich muss nur kurz nicht zu Tode stürzen. Wow, subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für Avery, was? Na, er hatte das Geld. Wer kann, der kann, stimmt's? Komm, gehen wir hier ran. Ja, Mann. Fuck. Oh, guck, der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Ja. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wir müssen einen Weg herumfinden. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Ziemlich viel heben und kriechen, was? Ja. Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Bei der Höhle. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Hier haben sie das wohl gebaut.
Oh, eine Seilbrücke, dort. Wo? Oh. Ja. Du mir zur Brücke? Ist auch keiner hier, ja. Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Ich dir einen anderen Weg. Dankeschön. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Sam! Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay, jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Sam, was entdeckt? Sam, hey, bist du noch da? Ich ja, verdammt. Also, wie steht's? Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Sam, wo bist du? Hey. Schon hier oben? Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich heraufzukriegen. Okay, dann spring rüber. Gang weg. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Hm.